Ja, hallo, liebe Leser von 1200 Grad. Wir befinden uns hier im schönen Garmisch-Partenkirchen, wo die Sopro Deutschland GmbH ihre diesjährige Pressekonferenz durchgeführt hat. Und neben mir stehen die beiden Geschäftsführer der Sopro Deutschland GmbH. Zu meiner Rechten Michael Hecker und links Andreas Wilbrandt. Und die beiden werden uns jetzt ein paar Fragen zum Geschäftsverlauf 2017 und den Aussichten 2018 sagen. Ja, wir hatten in 2017 eine zufriedenstellende Entwicklung. Wir sind gewachsen, planmäßig gewachsen gegenüber dem Jahr 2016. Wenn wir als Maßstab für die Beurteilung der eigenen Entwicklung uns den Fliesenmarkt ansehen in Deutschland, dann ist wohl nach übereinstimmender Meinung der Experten ein Fliesenverbrauchswachstum gegeben in 2017. Wir lagen mit unserer Geschäftsentwicklung etwas darüber und sind damit nicht unzufrieden. Können Sie uns noch was zu den Aussichten 2018, den neuen Produkten sagen? Was haben Sie für Highlights dieses Jahr? Ja, neue Produkte sind für uns ja generell ein ganz wichtiges Thema, weil nur mit neuen Produkten können wir uns vom Wettbewerb abgrenzen und natürlich auch neue Anwendungsmöglichkeiten schaffen. Wesentlicher Schwerpunkt in diesem Jahr wird das Thema Abdichtungen sein. Ob das eine Weiterentwicklung von Dichtungsschlemmen ist oder ob das auch dieses einzigartige Wannendichtband ist, was wir entwickelt haben und in den Markt jetzt sukzessive einführen, um der Norm gerecht zu werden. Und dieses wichtige Gewerk der Abdichtungsarbeiten noch besser und noch zielgenauer lösen zu können. Die Firma Sopro ist seit 15 Jahren unser Bauchemielieferant. So 95% verwenden wir auf unseren Großprojekten die Bauchemieprodukte von Sopro. Und es ist eine klasse Zusammenarbeit. Ich habe das letztes Jahr schon Termin gesagt, ist mit den Anwendungstechnikern, mit den Ansprechpartnern, die wir bei uns im Hause haben, blindes Zusammenarbeiten. Da gibt es ganz viele Knackpunkte. Fragen und Probleme werden sofort gelöst und eine absolut reibungslose Zusammenarbeit, die über Jahre funktioniert.